Hallo meine Zuschauer, diesmal gibt es wieder kein Let's Play von mir, aber etwas anderes. Ich war letzte Woche auf der Aninite und dort gab es bei den Händlern sehr viele japanische Süßigkeiten, von denen ich hier extrem viel gekauft habe. Also wir haben hier von A bis Z so gut wie alles. Und ja, okay, nicht alles, war ein bisschen übertrieben, aber ich habe ziemlich viel eingekauft. Es war auch ziemlich teuer. Und ich möchte quasi sowas wie ein Let's Taste machen oder ein Let's Eat. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es nennen werde. Irgendwie werde ich es schon nennen. Ich bin schon ziemlich aufgeregt, weil ich keine Ahnung habe, wie das schmecken wird. Ich denke mal aber, dass das schon ganz lecker sein wird. So. Womit fange ich mal an? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit dem hier an. Hoffentlich geht da auch Autofokus. Da steht bitte drauf. Keine Ahnung, was sie mit bitte genau meinen. Aber ich glaube, das ist eine Einzelverpackung. Das gehört eigentlich zu einer großen Verpackung, aber ich habe mir jetzt nur eins davon gekauft. Dementsprechend habe ich auch schon wieder vergessen, was eigentlich drin war. Ich glaube, es sind sowas wie kleine Kekskuchen oder so. Dürfte eigentlich nichts so Besonderes sein. Sieht schon mal sehr schmackhaft aus. Also irgendwie so. Schokolade überzogen. Ist auf jeden Fall sowas wie zwei Waffeln drin oder so. Mach das mal auf. Oh! Okay. Es scheint sowas wie Keks zu sein. Und da drin ist eine etwas cremige Himbeer- oder Erdbeerfüllung. Auf jeden Fall, es riecht, ich weiß auch nicht, riecht ziemlich synthetisch. Ich werde es mal kosten. Also, vom Geschmack her ist es nicht sehr intensiv. Also, ich habe es mir jetzt süßer vorgestellt. Nochmal diese schöne Verpackung. Es schmeckt auf jeden Fall ziemlich europäisch. Ich glaube aber auch, dass es. Ja, hier sind noch irgendwelche asiatischen Zeichen drauf. Es ist schon irgendwas, was es hier bei uns so nicht gibt. Aber es schmeckt eigentlich sehr angenehm. Es schmeckt zwar, es ist zwar leicht trockener Keks. Er ist nicht ganz so hart wie Oreo. Auch wenn das so dunkel ist. Aber es ist okay, man kann es essen. Es ist halt einfach. Stellt euch einfach einen mit Schokolade überzogenen Oreo-Keks mit so Erdbeercreme-Füllung vor. Nur, dass es nicht ganz so extrem hart ist und auch nicht so extrem süß reinhaut. Also, schmeckt eigentlich besser als Oreo. Also, ich würde es präferieren. Ja, übelst gut. Als nächstes habe ich hier. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das. Ich zeig's erstmal. Ich glaube irgendwie, dass das Kaugummikugeln mit Füllung sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich mach's einfach mal auf. Okay. So sieht's dann aus. Mein Hund knurrt gerade. Und die sind nicht so perfekt rund. Ich weiß gar nicht, ob es im Autofokus zu sehen ist. Die sehen eher aus wie so diese asiatischen Teigtaschen. Also es ist nicht so rund gelutscht. Beiß mal rein. Ja. Boah. 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 Also, boah. Die Konsistenz ist übelst krass. Sie sind super, super weich und sehr sauer. Also, ich glaube, so weiche Kaugummis gibt es bei uns gar nicht. Es ist wirklich extrem fluffig und. Wartet mal. In der Mitte, diese Flüssigkeit, ist der saure Kern. Das drumherum ist dann eben ultra weich. Und ja, es ist ganz normaler Kaugummi, der ziemlich sauer ist. Oh, aber oh, extrem gut schmeckt. Die Konsistenz lässt ziemlich schnell nach. Und nach kurzer Zeit wird es doch wieder hart, wie normaler Kaugummi, wie man es halt kennt. Den habe ich jetzt. Was? Den gab es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe keine Ahnung.
Könnt ihr das lesen? Was das für eine Geschmacksrichtung sein soll? Ich habe absolut keinen Plan. Dann gab es auch noch ein Lila und ein Blau und so. Ich dachte, nimmst du einfach mal rosa. Ich weiß auch nicht wieso, habe ich einfach mal dazu gegriffen. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ah, man sieht es auch. Der eine Kugel da verzerrt auch so das Gesicht. Ich kann es ja mal in der Mitte halten. Sieht man es ja auch. Also scheint schon sauer zu sein. War leicht angedeutet. Ah, sieht man es im Hintergrund. Das ist Pfirsichgeschmack. Oder? Ich glaube, der Hintergrund soll ein Pfirsich sein. Ich habe keine Ahnung. Als nächstes diese komischen Tabletten. Chirin.co.jp. Ich zeige es nochmal hier so. Das sind so Tabletten und die haben hier irgendwie überall dann nochmal so eine Beschriftung. Und ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also die haben alle auf jeden Fall eine andere Beschriftung. Das ist nicht irgendwie so sortiert nach Farbe. Ich habe auch keine Ahnung, was das ist. Riecht jedenfalls nach nichts. Ich glaube jedenfalls, das sind ganz normale Schokolinsen. Was ich zeigen kann. Hier so. So. Sieht ein aus wie ein Pickel gerade. Da ist einfach so ganz normal Schokolade drin. Allerdings ist das nicht vergleichbar mit unseren Smarties. Die Kruste, also drumherum, diese Zucker, ihr wisst, das komische bunte Zuckerzeug da drumherum, ist ein bisschen fester und auch die Schokolade da im Kern ist ein... Oh. Ah! Ja, das ist so... Das Schokozeug, das hat so wie mehrere Schichten. Das ist nicht einfach nur eine Schokokugel da drin. Das ist so ein bisschen, kennt ihr Baumkuchen? Wie ist, ob da das Ding, die Kugel mehrmals in Schokolade getaucht wurde. So jedenfalls kommt es mir gerade vor. Aber irgendwie auch nichts Besonderes. Es ist ganz nett, aber hat jetzt nicht irgendwie... Nee. Das war's jetzt nicht. Jetzt kommt was, worauf ich ziemlich gespannt bin. Das hier. Da habe ich auch den Verkäufer am Stand gefragt, was das sei. Und er meinte Candy. Ja, danke für die sehr detaillierte Information. Ich glaube, entweder ist das also ich vermute mal, dass das Kaubonbon ist. Sieht man es nochmal, dass das Kaubonbon ist oder wieder Kaugummi? Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall soll das irgendwie Soda-Geschmack haben, beziehungsweise so Limonadengeschmack. Ich kann es mir nicht vorstellen, also was ich damit jetzt meine. Mal gucken, okay. Sind total ulkig verpackt. So einzeln in kleinen, so kleine Alu-Dinger. Also es ist quasi in Alufolie verpackt, das kenne ich auch nicht. Und es ist so, ist das bedruckt oder fällt da einfach nur der Glanz? Das hat so eine ganz komische, ich weiß gar nicht, ob man es erkennt. Da sind so kleine Bilder drauf, die irgendwie nicht so reflektieren wie der Rest. Das ist eigentlich ganz niedlich. Boah, geil. Also die Farbe. Hier, die Farbe ist so leicht bläulich. Und, also so blau-weiß, so ein bisschen leicht gestreift. Und ich muss sagen, der Geruch erinnert mich irgendwie an meine Kindheit. Als Kind hatte ich auch irgendeine Süßigkeit, die so gerochen hat. Ich schneide das mal in der Mitte durch, weil ich glaube, da ist irgendwas drin. Oder auch, na doch, da ist... Ah, aha. Da ist nämlich, das sieht man gar nicht, das kann ich aber beschreiben. Da ist sowas wie Pulver drin, das man aber gar nicht sieht. Das ist ganz, ganz klein. Das ist wie so ein kleiner Pulverstreifen in der Mitte. Den habe ich jetzt einfach mal so entdeckt. Was ist das? Moment mal, da ist noch irgendwas drin. Das gehört da nicht hin. Da. Irgendwas drin, was da nicht rein könnte. Ich zerlege das jetzt hier gerade einfach mal, weil ich keine Ahnung habe. Was ist denn das? Ah, das ist... Das sind, wie heißt das nochmal? Wie Gummibärchen drin. Gummibärchen und Pulver ist da drin, ne? Und... Alter. Jetzt weiß ich. Es hat Geschmack. Und Aroma. So ein bisschen von Puffreis. Das ist ganz irre. Auch so ein bisschen was von Waschmittel.
Aber besser. Also Waschmittel, das klingt so negativ. Es ist irgendwie. Es schmeckt so, wie Waschmittel riecht. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Und es klebt auch verdammt an den Zähnen. Boah. Boah. Das ist übelst geil, das Zeug. Also. Was, wenn ich mir mal sehen sollte, hole ich mir noch eine Packung oder probiere mal andere. Die sind übel geil. Also die gefallen mir und sowas gibt es hier leider nicht. Jedenfalls nicht, was ich wüsste. Und der hat da halt eben auch so ein bisschen Brause drin und ein bisschen. Das ist. Es ist eigentlich total interessant. Und das sind halt, wie man sich jetzt das denken konnte, Kaubonbons einfach. Ja. So. Hier gibt es auch noch mal was. Das ist auch so, ich weiß nicht, auch so Limonadengeschmack oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Boah, da weiß ich, was es ist. Und da weiß ich auch, was es ist. Aber da, ja, ihr werdet sehen. Es hat so eine leicht grünliche Farbe. Ich glaube, das sieht man wieder nicht. Es ist so leicht hellgrün. Riecht sehr sauer. Also, ich glaube, es ist nicht sauer. Nur leicht. Oh, in der Mitte ist es weiß. Das sieht man aber kaum. Es ist wirklich schon ganz leicht, eine ganz leichte grüne Farbnuance drumherum. Ich weiß auch nicht, ob es Kaugummi oder ob es Kaubonbon ist. Ist Kaubonbon. Es ist Kaubonbon. Geht so. Also es schmeckt gut, aber es ist jetzt nicht so streng. Wow, nee, das ist ganz okay. Hier ist noch was. Machen wir einfach mal damit weiter. Muss jeder kennen. Diese Poki-Stäbchen. Das sind eigentlich, glaube ich, einfach wie die deutschen Mikados. Und damit ist die mit. Die gibt es in total vielen Geschmacksrichtungen. Auch in total widerlichen. Als letztes Jahr habe ich eine total widerliche erwischt. Ich weiß bis heute nicht, was das war. Es war auf jeden Fall total abartig. Wie man halt unschwer erkennen kann, das ist ja einfach Schokolade mit Banane. Und ich weiß nicht, wie die aufgeht. Die sind sie nochmal verpackt. Ja, der Umwelt natürlich zuliebe. 10.000 Mal verpackt. Oh. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Auf der Verpackung sehen sie etwas anders aus. Aber das ist ja nichts Neues. So, jetzt haben wir hier so einen kleinen. So, ihr wisst schon. Wie heißen die nochmal? Laserschwert. Wir haben jetzt ein kleines Laserschwert. Ich glaube, das hier ist Schokoladenteig und das hier ist so Banane. Kurz testen. Ja, ist Schokolade eindeutig. Ja, und auch nichts Besonderes. Ja, also ich habe es mir weniger fruchtig vorgestellt, aber es ist okay. Es ist eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte es einfach mal so testen. Ist nichts Besonderes. Aber lecker! Ja, ich wollte es halt mal testen. Und ich kann sie weiterempfehlen, eindeutig. So, jetzt mache ich mal ein Getränk. Jetzt kommt mal ein Getränk dran. Momocha, genau. Irgendwas mit Pfirsich ist das. Ich habe keine Ahnung. Irgendein Pfirsichgetränk. Hier kleben doch die ganzen Inhaltsstoffe dran. Was ist denn da? Ne, was steht denn da? Grüner Meine Zunge sieht aus. Grüner Teegetränk, Pfirsichgeschmack, okay. Zutaten, grüner Tee, Fructose, Zucker, E330, E200, bla bla bla, ganz viele E-Stoffe auf jeden Fall. Das riecht eigentlich wie ganz normaler, handelsüblicher Pfirsicheistee. Es schmeckt ganz furchtbar. Nee, das geht gar nicht. Nee, warte, ich würde es nochmal. Ich muss diesen Geschmack erfassen. Also es schmeckt auf jeden Fall. Man schmeckt auf jeden Fall den grünen Tee raus. Die Frage ist natürlich, wie viel davon noch natürlicher grüner Tee ist. Bei den ganzen E-Stoffen und was weiß ich, was da alles noch drin ist. Nee. Okay, also.
Okay, also das würde ich euch auf keinen Fall empfehlen. Das schmeckt total widerlich. Andererseits schmeckt es schon auf eine gewisse Art und Weise natürlich, aber auf der anderen Seite gleichzeitig total widerlich. Und wenn ich mir die ganzen Inhaltsstoffe dazu angucke, ich glaube nicht, dass das wirklich großartig natürlich ist. Gut, so viel dazu. Gehen wir mal weiter. Du gehörst da nicht mal dazu. Ah, aber du, dich habe ich noch gar nicht. Du eigentlich. Ich glaube, das nehmen wir als nächstes. Das hier ist irgendwie ein Lutscher. Und da sind Trauben und Cola und Apfel und eine Zitrone drauf. Und es ist von dieser dubiosen Firma namens Lotte. Die kommt dir irgendwie öfter mal vor. What the f. Wie ich es ausgesehen haben muss. So, Also riechen tut es schon mal furchtbar. Und irgendwie auch sonst. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ich zeig's euch einfach mal. Dann wisst ihr, warum ich mich so gefreut habe. Guckt mal. Sieht man das? Hallo. Hallo, da ist. Das sieht man nicht. Ja, doch, da. Da sieht man's. Da ist ein Bärchen drauf. Und da ist ein Panda drauf. Voll süß! Irgendwie, ich weiß auch nicht, der Stiel davon geht irgendwie nicht bis in die Mitte. Das heißt, das Ding wird mir dann runterfallen beim Lutschen. Aber in dem Ding hier drinne ist Kaugummi. Und ich glaube, wenn ich das Ding gelutscht habe, ist mein Leben um ein Jahr verkürzt worden. Zum Glück kann man die Inhaltsstoffe nicht sehen. Aber das Ding hat 75 Kalorien. Wenigstens das kann ich aus dem Ding entlesen. Entlesen, entnehmen. Und ich glaube, das hat auch 18,9 Gramm. Ich gehe davon mal aus, dass das Kohlenhydrate heißt. Mal gucken, wie viel Füllmenge das hat. Weiß ich nicht. Irgendwas. Ich weiß nicht, aber kann man das in der Mitte essen oder ist das. Ich weiß es nicht. Der Geschmack ist irgendwo jenseits von interessant und widerlich, aber auch gleichzeitig irgendwie gut. Irgendwie erinnert er mich auch an meine Kindheit. Ich weiß auch nicht. Ich würde jetzt nur interessieren, ob man das in der Mitte essen kann oder ob das irgendwas zum Sammeln ist. Sehr, sehr, sehr viel später. Ich glaube, das dauert noch etwas, bis ich diesen Dolly fertig gelutscht habe. Bislang mache ich was anderes und gehe weiter zu. Nochmal Grüntee mit KitKat. Ich wollte eigentlich KitKat mit Wasabi probieren, aber den hatten sie nirgendwo mehr, was ich sehr bedauere. Es ist grün. Kann man es sehen? Ich habe ein Auf-Dings. Plupp, man kann auf jeden Fall KitKat drauflesen. Jetzt bin ich unscharf. Ach, jetzt bin ich wieder scharf. Das ganz normal, dieser ganz klassische Keks, den man sehen kann. Ja, es ist eigentlich ganz normaler KitKat, nur dass die Schokolade irgendwie grün ist. Und nach grünem Tee schmeckt. Und überhaupt nicht schokoladisch. Es ist auf seine Art und Weise schon irgendwie lecker, aber es ist ziemlich ungewohnt. Es gibt doch hier mal diese Waffeln, wo dann so. Also, die gibt es immer so in Packungen, keine Ahnung, halt eben so Waffeln. Und die gibt es ja so mit Vanille und Schoko und so. Und das ist halt eben eine Grüntee. Also, ihr könnt euch das so vorstellen, wie ganz normale deutsche Waffeln, die es halt eben so zum Abknappen so gibt. Wo halt eben statt Vanille jetzt irgendwie Grünteefüllung ist. Es ist aber was Interessantes, also es ist mal was anderes und es schmeckt nicht unbedingt schlecht. So, jetzt kommt etwas, worauf ich mich schon sehr freue. Ich habe keine Ahnung. Das hier.
Wie viel ist da drin? Das weiß kein Mensch. Ich würde es gerne ablesen. Ich weiß nur, dass 22,5 Gramm. Ja, das sind halt die Nährwerte. Da. Ganz toll. Ich weiß trotzdem nicht, wie viel drin ist. Ich habe keine Ahnung, wo das steht. Auf jeden Fall kann man da irgendwie, wie man hier sieht, dann irgendwas zusammenbauen. Ich habe keine Ahnung. Und irgendwie irgendwas mit 2 ist drin. Da steht so 2. Vielleicht ist da noch ein Spielzeug drin. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es jetzt hier so auf. Es ist wunderschön von innen bedruckt. Voll kawaii. Ach, das sind 2 solche Sätze halt drin. Also die hier. Und davon halt 2 Stück. Mach mal eins auf. Ach, die sind schon fertig? Ich dachte, man kann das irgendwie selber zusammenbasteln. Okay. Hier habe ich jetzt eine Schleife. Was sieht man sogar? Eine Schleife? Und da ist irgendwie, keine Ahnung, da ist irgend so ein komisches Zeug dann dabei. Okay. Was gibt es noch? Ich glaube, das ist sowas wie ein Bonbon. Ich weiß nicht, das soll ein fettes Bonbon darstellen. Irgendwie so. Moment. Ich habe das jetzt hier mal durchgeschnitten. Ich glaube, man sieht es kaum. Das sind quasi sowas wie kleine Crisp-Kugeln. Dazu ist dann die Schokolade. An sich ist das eigentlich eine gute Idee und kein Problem. Das Problem ist aber dennoch an der Sache, dass die Schokolade ziemlich minderwertig verarbeitet ist. Von der Konsistenz her ist es gut. Für den Überraschungseffekt vor allem auch. Warte mal, ich guck mal, dass ich irgendwie mal. Oh, das ist süß. Das ist sowas wie ein kleiner Eisbecher. Oh. Nee, aber ich gucke mal, dass ich. Das ist doch säblich, das Ding hier. Einen Moment. So. Das ist jetzt hier mal. Sieht man's? Ja. Das ist jetzt hier mal so eine Kugel ohne irgendwas. Ohne die Schokolade halt. Mal gucken, wie die alleine schmeckt. Besser irgendwie. Ich finde, so ist es besser. Ohne diese verranzte Schokolade. Ich kann auch mal die Schokolade so pur probieren. Die schmeckt schlimmer als diese Billig-Schokolade aus diesen 1-Euro-Adventskalendern. Nee. Das möchte ich jetzt bitte runterspülen mit diesem Hello Kitty-Zeug. Also, da ist ein Apfel drauf. Also, ich gehe mal davon aus, dass es Apfelgeschmack hat. Das Besondere an der Sache ist, dass es irgendwie so ein Gelee-Trink ist. Also, es ist kein normaler Saft. Das ist irgendwie halt Gelee. Da steht auch irgendwas mit 10% drauf. Vermutlich 10% Saftgehalt und der Rest ist Zucker. Ich habe keine Ahnung. Seht ihr das? Dass das so eine. Ja, das hat zum Teil eine feste und zum anderen Teil eine flüssige Konsistenz. Ich kann das jetzt hier nicht besser zeigen. Ja, es ist so ein bisschen. Kennt ihr diesen Billig-Wackelpudding? Diesen von Campina? Der eigentlich keine eigene. Das ist eigentlich einfach noch verfestigtes Wasser. Und hat eigentlich keine richtige Gelee-artige Konsistenz, würde ich nicht sagen, man hat schon so eine Konsistenz, aber sobald du das mit deiner Zunge zerdrückst, wird es flüssig. Und so ähnlich ist es quasi eigentlich einfach nur diese Campina-Wackelpudding in so ein Ding reingefüllt. Ist aber eigentlich interessant. Also es ist gar nicht mal so schlecht. Es ist aber wirklich auch dann mehr eine Süßigkeit als ein Getränk. Ich kann mir auch vorstellen, dass extrem viele das extrem eklig und abartig finden würden. Also, ich würde es nicht jedem empfehlen. Man muss da schon eine Affinität für so etwas Wappeliges haben. So, kommen wir zu dem Mochi-Kuchen.
Bin ich sehr gespannt drauf. Es ist quasi schon sowas wie mein kleines Highlight. Jeder kennt Mochi, ich weiß gar nicht, kennt jeder Mochi? Ich kenne es auf jeden Fall. Und ich kenne, glaube ich, auch keinen, der es nicht kennt. Mit was kann man Mochi vergleichen? Das ist meist gefüllt und wie Marshmallow. Ja, Marshmallow. Ja, das ist quasi Mochi mit höchstwahrscheinlich Teig drumherum. Ich hoffe, dass es Teig drumherum ist. So ist es dann verpackt. Wunderschön. Delicious steht sogar drauf. So verpacken Japaner alles immer 10 Millionen tausend Mal. Ich mach's einfach mit meinem Messer auf. So. So sieht so ein Ding einzeln aus. Ich pack's direkt mal aus. Das ist doch wohl ein schlechter Scherz, oder? Bäh. Ich nehme mir ein neues. Jetzt liegt sie durch die Gegend und zerschneidet es einfach. Gott, das ist nicht mal regelmäßig befüllt worden. Wir möchten das hier mal bitte mal ganz kurz vergleichen. Also, ist schon fast dasselbe. Wie der Kuchen schmeckt, davon habe ich ja jetzt hier genug auf meinem. Oh Gott, mein Schreibtisch. Delicious. Also mit etwas Suchen und Fantasie schmeckt man das Mochi raus. Ja, ach ja, Mochi ist nicht schon wie Marshmallow. Es ist etwas Gelee-artiger als Marshmallow, könnte ich vielleicht noch sagen. Es geht. Aber so kann man es essen, aber wenn man Erwartungen dran hatte, dann ist es irgendwie enttäuschend. So. So, ja. Eins fehlt noch. Das ist das Letzte. Dann haben wir es geschafft. We are banger wanted. Der ist gewanted, der Clown. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist so eine typische. Das ist total überblendet. Dabei leuchte ich die Wand an, ich meine mich selber. Das sieht aus wie so eine Puddingverpackung, so eine japanische, wo halt eben Pudding drin ist. Und das sind auch kleine so Vanillepuddings mit Schokosoße drauf. Und ich öffne sie mal so. Also, es riecht wie so ein bisschen Pups. Ist ein bisschen vergammelt, aber an sich. Sieht auch nicht sehr hochwertig so verarbeitet aus. Also ich habe mir dazu ein bisschen mehr drunter vorgestellt, aber mal gucken, vielleicht schmeckt's ja. Es schmeckt scheiße. Schmeckt jetzt auch nicht so. Also, schmeckt schon typisch asiatisch. Also, oft schmecken, haben die irgendwie so diesen gewissen, ich nenne es mal Touch im Geschmack. Aber es schmeckt halt auch einfach, finde ich, minderwertig. Geschmack ist überhaupt nicht abgerundet. Es schmeckt total chemisch. Es schmeckt total billig. Ist jetzt nichts Besonderes. Oh Gott. Wie sieht's jetzt aus? Nun gut, das war's. Sagt mir doch, ob euch das Video gefallen hat und ob ich vielleicht öfters mal Dinge in diese Richtung machen soll. Und ja, ciao.